Das Glück ist mit den Tüchtigen. Das Glück ist mit den Tapferen. Das Glück ist mit denen, die die Restore-Backup-Funktion im Spiel finden und tatsächlich es schaffen, hier wieder rauszukommen. Und zurück, wo sie waren. Bei vielen Sternen, vielen gelösten Puzzlen und mit einer Axt im Gepäck. Okay, ich möchte jetzt wissen, was hier dahinter ist. Diejenigen, die die heiligsten Wunder meines Gartens entdeckt haben, mögen mir als gesegnete Boten dienen. Du betrittst nun ihre Heimstatt. Sei achtungsvoll, denn ihr Dienst wurde durch jene Liebe erschaffen, die den Tod überwinden kann. Und diese Liebe gilt auch dir. Okay, wir haben es ins Paradies geschafft. Cool. Hey. Wer stellt denn da einen Connector unter die Kuppel? Ach. Und wieso kriege ich denn hier schon Tetris-Teile? Ohne dass ich was dafür getan habe. Ach, das ist wieder so ein schwieriges Tetris-Puzzle, oder? Das kenne ich ja schon. Okay, die schwierigen Teile zuerst unterbringen. Ah, ne, ist doch nicht so schwierig. Hep! Ein Connector nehme ich mit. Ein Ziel dafür finden wir schon noch. Oh, schön hier. Echt schön. Besser als im Paradies, da war nur ein lahmer Computer. Und dann kam ich zurück zum Anfang. So war das nicht geplant. Ist da eine Tür hinter Wasserfall? Ist doch der Klassiker. Sieht aber nicht so aus. Ich kann nichts erkennen. Hier komme ich nicht hoch, vermute ich. Vielleicht an der Stelle. Nee. So ein schöner See hier. Oh, ist das wunderbar. Da drüben gibt es noch ein weiteres. Na, guck mal, da haben wir schon was, wo wir was draufrichten können. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ah, da hinten kommt der Strom raus. Okay. Dann lösen wir mal noch ein bisschen Tetris. Suddenly Tetris. Also, das am schwierigsten unterzubringende Teil hier ist natürlich das längliche. Aber so könnte das doch schon fast... Nein. Nicht ganz, nicht ganz. Hier muss ich den richtigen Anfang finden. Das sieht schon mal ziemlich falsch aus. Das auch. Also diese Teile sind beide ziemlich schwer unterzubringen. Das funktioniert nicht so. Es ist immer verkehrt rum. Die Teile sind ziemlich schwer unterzubringen, sagte er. Merkt man, dass ich kein Tetris-Profi bin? Nein, ich mach das so klasse. Ich habe ja zwei verschiedene von denen. Witzig, witzig. Wie ich das vorhin angeordnet und dann gesagt, das passt nicht. So irgendwie? Nein, das ist ja Quatsch. So, genau. Und dann passt auch hier eins.
Aber am Ende brauche ich mehr Ecken übrig. Knapp. Ja, so klappt's. Bin ich wirklich hierher gekommen, um Tetris zu spielen? Okay, auf jeden Fall haben wir unsere Stromverbindung hier. Und zwar eine blaue. Die müssen wir aber beide anschließen. Okay, dann schaue ich mich mal ganz kurz da oben um. Was ist denn eigentlich dahinter? Das ist ein Tempel. Okay. Tempel der Boten. Hallo? Jemand zu Hause? Ups. Da fiel ich aber runter. Das war nicht der Plan. Kann ich hier irgendwie hochspringen? Hup. Nee, kann ich nicht. Aber wir können natürlich da hinten weiter aufmachen, wo uns nochmal ein Tetris im Weg stehen wird. Ich brauche kein besonders Eieieiei. Okay, welche Teile sind die lästigsten? Die da? Hey, diesmal haben wir gar keine von den Ecken. Ah, dort da oben sind ja zwei. Ich bin so doof und blind. Das ist erstmal wildes drauf losgebaue. Ich wüsste jetzt auch keinen besseren Ansatz, wie man diese Dinger löst, außer wild drauf loszubauen. Wenn ihr eine kreative Idee habt, wie man solche Tetris-Puzzle angeht, dann solltet ihr das Spiel selber spielen. Es ist einfach nicht mein Gebiet hier. Das ist einfach nicht mein Gebiet hier. Ich habe nicht Tetris spielen wollen, als ich dieses Spiel gekauft habe. Mit meinem eigenen Geld erworben. Da unten habe ich schon kein passendes Teil mehr dafür. Ja. Okay. Blödes Rumprobieren führt dann irgendwann zum Ziel. Mehr muss man nicht machen bei dem Spiel als blödes Rumprobieren. So, schauen wir nochmal nach der Höhle hinterm Wasserfall. Es gibt keinen. Oh, hallo. Zwei Liebende werden durch die Abgründe von Zeit und Raum getrennt. Und doch kennt wahre Liebe keine Hindernisse, sagt Uriel. Ohlala. Da kann ich aber nicht rüberspringen. Oder? Ach, ein Versuch ist es wert. Ja. So, vermutlich ist alles zurückgesetzt. Aber nicht die Tetris-Teile. Das wäre auch schlimm. Dann müsste ich ja in meinem eigenen Video nachschauen, wie das jetzt ging.
Okay, die zwei Liebenden, vielleicht haben die noch irgendeine Bedeutung. Vielleicht kann man die mit dem Connector verbinden oder so. Jetzt muss ich aber erst noch einen finden. Oder ich hole den anderen von drüben. Hier sieht's auch so aus, als würde es weitergehen. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Oh, das sah nur so aus, als würde es hier weitergehen. In Wahrheit geht's nicht weiter. Oh! Ja, den Bereich oben am Wasserfall habe ich noch nicht untersucht. Und die zwei Liebenden würde ich gerne verbinden. Wenn das denn geht. Das natürlich vorausgesetzt. Nee, die haben kein Verbindungsstück. Also ich kann sie nicht anlasern. Natürlich das hier anlasern. Uriel spricht immer in Rätseln. Uriel ist der Rätselgeber. Zwei Liebende werden durch die Abgründe von Zeit und Raum getrennt. Und doch kennt wahre Liebe keine Hindernisse. Ah. Das ist ja wie bei... Hey, Stern! Cool. Das ist ja wie bei Indiana Jones hier. Nicht nach unten schauen. Okay, cool. Aber wo ist denn jetzt der zweite Connector? Den muss ich noch finden. So, und wo habe ich noch nicht gesucht? Oben am Wasserfall, habe ich gesagt. Wo ich nicht hochkomme, habe ich gesagt. Schauen wir mal, ob es gelogen war. Es war nicht gelogen. Und wo? Ja, es war doch gelogen. Wenn man die richtigen Felsen findet, kann man hochklettern. Aber immer noch keine geheime Höhle. Und kein weiterer Connector. Okay, wo fehlt mir ein Teil? Wo fehlt mir ein Teil? Wo fehlt mir ein Teil? Schau dich um, schau dich um. Finde das versteckte Teil. Hier drüben geht es definitiv nicht weiter. Von hier aus hat man eine gute Aussicht.
Aber das war's auch schon. Müsste doch eigentlich noch so eine Kuppel geben. Hab ich hier drüben eine verpasst? Ach, ne. ja, wer einfach blind ist, dem kann man auch nicht mehr helfen. Wer blind ist, dem ist nicht zu helfen. Drittes Gebot von Elohim, dem wahren Gott. So. Wie kann man eigentlich so blind sein und das nicht sehen? Wie bin ich da dran vorbeigelaufen? Kann mir das einer erklären? Manchmal weiß ich auch nicht, was da in meinem Kopf abgeht. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Aber dafür habe ich dadurch den Stern gefunden. Ist doch auch schön. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Noch ein Puzzle. Ärmels. Ich werde die Botschaft Elohims in allen Welten seines Gartens verkünden. Zadkiel. Nur durch Gnade können wir ewigen Frieden finden. Suriel. War. Ich werde den Kindern Elohims Weisheit und Wohlsein bringen. Alter! Uriel 4. Ich werde den Garten der Welten in der Ewigkeit bewahren. Barachiel X. Mein Rat wird die Kinder Elohims zu Ruhm und Ehre führen. Selafiel. Ohne das Wort Elohims in unserem Herzen gibt es nichts. Azrael. Ich werde die Namen der Toten in die Ewigkeit bewahren. Schön. Schön habt ihr es gemacht. Sorry, dass ich euch jetzt hier eure Ruhe stören muss. Okay, wie immer, die komplexen Teile sollte man eigentlich zuerst setzen. Diesmal haben wir aber wirklich keine von den Dreiecken. Nein! Arr. Arriba, arriba. Also bei Tetris ist bei mir 100 Malz verloren. Ich habe da keinerlei System. Das ist wirklich reines, blindes Rumprobieren, bis ich zufällig auf die richtige Lösung komme. Ich meine, alles geplant. Alles super gut geplant. Oh. Oh. Oh, das ist Uriel. Ich habe Uriel geweckt. Und was ist das für ein Icon da unten? Willkommen, Kind.
Ich bin einer derjenigen, die sich entschlossen haben, als Boten der verborgenen Worte zurückzubleiben. Wenn du uns brauchst, dann finde uns und bitte um Hilfe. Und wir werden tun, so viel wir können. Ach, das sind die Boten. Das sind die Boten. Hä? Ja, whoops. Da hätte ich ihn mal früher wecken können. Aber ich wollte ja eh keine Tipps haben. Alles alleine lösen. Okay, das heißt, ich habe mir einen Hinweis geholt. Alles klar. Hat ja jetzt auch ganz schön lang gedauert. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Wo war der denn noch? Ach da. Okay. Ja, dann weiter mit der Axt zum nächsten Boten. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann. Wir sind hier im Level C6, wo noch zwei Sterne fehlen. Und einen davon habe ich gerade entdeckt. Hier drüben. Whoops. Whoopsie Daisy. Hier. Hinter diesem Gitter. Das wohl von rotem Strom geöffnet werden kann. Und ich habe auch schon einen Plan entworfen, wie man den dorthin bekommt. Roten Strom gibt es in diesem Level hier nicht. Aber... So, ich habe mich mal hier für einen komplexen Versuchsaufbau entschieden. Wir haben einmal diese fliegende Kiste hier, die Strom hier rüberschießt in das zweite Puzzle hier drüben. Und das zweite Puzzle hier drüben, das den Strom rüberschießt an den Connector dort. Und das sollte ausreichen, damit da drüben sich das Tor geöffnet hat, hoffe ich mal. Das heißt, ich muss lediglich noch hier was da draufstellen und dann kann ich das Ding einsammeln gehen. Ja, sehr schön. Hopp. Mal umschauen. Sternle. Super gut. Das war der erste Stern von C6. Doch komplexer als erwartet. So, den zweiten habe ich noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der sich versteckt. Ich werde mich weiter auf die Suche begeben. Also, bis gleich. Ich starte mal hier gerade eine Aufnahme. Ich habe dieses Puzzle hier gelöst und bin hier auf die Mauer gehüpft. Oh, und da ist noch ein Eimer. Auch sehr schön. Aber ich glaube auch, dass ich von dieser Mauer jetzt hier rüberspringen kann. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob sich der Stern hier verbirgt, aber ich habe mich von Weitem schon hier gesehen. Epitaph, Kindprogramm V55-39999N. Endete hier. Dog war das. Positionswerte des Kindprogramms haben sich außerhalb der Parameter der bekannten Welt bewegt. Letzter Speicherauszug? Es ist mir egal, was die anderen sagen. Dieser Ort hat keinen Sinn. Meine Existenz hat keinen Nutzen. Es gibt keinen Grund, hier zu bleiben. Und daraus ist der Schimpfwort-Zensur-Typ geworden. So, gibt's jetzt hier irgendwas? Oder nur das Ende der Welt? Das ist befürchtet. Nur das Ende der Welt. Und ich komme natürlich auch nicht wieder rein, ne? Gut, also hier ist der Stern dann schon mal nicht. Ich versuche mal wieder ins Level zu hüpfen. Ups. Ja, das müsste von hier aus gehen. Okay, ich bin wieder drin. Okay, dann schaue ich mal weiter. Alles klar, ich befinde mich weiterhin in Level... Ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt. Es ist C5, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, ich habe vorhin C6 gesagt. Und ich habe endlich den letzten Stern ausfindig gemacht. Und zwar... Und ich habe jetzt auch die Vorspulentaste, dann hört der Sound auf, aber die Zeit geht sehr schnell. So. Und zwar, ich war ja schon mal auf diesem Turm. Ich war ehrlich gesagt schon zweimal inzwischen auf diesem Turm. Aber jetzt habe ich entdeckt, dass der Stern sich hier befindet. Hier in der Mitte. So, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich rankomme, aber ich denke, dass ich da hin klettern kann. Hopp. Das war zu weit. Also gleich nochmal. Viel Zeit ist eigentlich nicht nötig.
Ein beherzter Sprung reicht vollkommen. Oh, das war zu kurz. Und ich komme... ich komme von hier aus wieder rein, ja. Das habe ich schon mal ausprobiert. Es ist nur lästig. Ja, der Sprung aufs Mauerwerk ist nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Also eben zu weit, dann zu kurz. Nehmen wir wieder 10 Sekunden, das sollte vollkommen reichen. Jetzt nochmal. Und hopp. Nein! Ach, so ein Schrott! Die Leute, die solche Plattforming-Sektionen mit Absicht erschaffen, gehören verprügelt. Das macht doch keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß hier. So, geben wir uns ein bisschen mehr Zeit. Komm schon, Junge. So. Ich weiß nicht, ob ich auf der Mauer landen kann, ob das reicht. Jetzt bin ich hier gelandet. Das ist, wie ich befürchtet habe, das reicht nicht. Ich muss oben auf der Mauer landen, damit ich tatsächlich hier rankomme. Aber immerhin bin ich nicht runtergefallen auf der falschen Seite. So, noch ein Versuch. Ach, come on! Irgendwann klappt's, irgendwann. Aber ich habe jetzt schon die Nase voll. Ganz im Ernst. Ich dachte, ich springe ein bisschen weiter nach hinten, damit ich besser landen kann. Nein, das war auch falsch. Oh, wie mir der Level auf den Keks geht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg da rein. Vielleicht gibt es einen offensichtlicheren Weg da rein. Ich meine, über die Mauer klettern wird nicht so leicht möglich sein. Der Geist hilft mir beim Klettern ja auch nicht. Außer ich kriege irgendwie eine Plattform her. Also ich denke schon, dass das hier fliegen die richtige Lösung ist. Ja! Ja, jetzt nicht fallen. Okay. Hopp. Ja. Und noch ein Sprung. Hopp. Alles klar. Was ein Stress. So, jetzt will mir noch ein Stern. Und bei dem habe ich im Moment keine Ahnung, wo der sich befindet. Aber naja, egal. Das reicht erstmal für heute. Bis dann. Tschüss.